Ja, dann auch nochmal herzliches Willkommen von mir, von uns zum Thema integriertes IT-Service und Asset Management mit OPSI und KIX. Und wir haben einen Praxisteil von der Europa-Universität Flensburg. Ganz kurz zu uns beiden. Carsten Fehrs sagt vielleicht ein paar Worte selbst zu sich. Ich bin Systemadministrator der Universität Flensburg, bin seit über 10 Jahren da tätig, bin eigentlich im Second- und Third-Level-Bereich und betreue eben das OPSI und das KIX-System bei uns hauptsächlich und weitere viele Server, eigentlich schon fast zu viel, wie immer. Ja, mein Name ist Rico Barth, bin Geschäftsführer und einer der Mitgründer der CAPIT aus Chemnitz. Wir sind Maintainer des Open Source Service Systems KIX und wie Birgit schon sagte, schon seit Urzeiten, glaube ich, mit der UIB unterwegs und in vielen interessanten Projekten auch gemeinsam unterwegs gewesen. Ja, ich habe mal ein bisschen mit meinem Sohn seinem Lego gebaut. Warum? Warum habe ich das gemacht? Ich frag mal in die Runde, wer erkennt sich hier in dem Lego-Schaubild wieder und an welcher Stelle? Die hier? Das sind die Sicherheitsleute. Genau. Die meisten werden sich wahrscheinlich einsortieren hier oben. Oben links in der Ecke bei denen, die bauen, die irgendwas in der IT machen. Das Bild soll so ein Stück exemplarisch darstellen. Wir haben eine IT in jeder Organisation, natürlich. Da gibt es ganz viele Beteiligte, die bauen, die jeden Tag irgendwie das Ding am Laufen halten müssen. Dann gibt es auch noch die sich um die Sicherheit dieser IT-Landschaft kümmern müssen. Das sind die Ritter mit den Schwertern und den Helmen. Und dann gibt es auch noch welche, die an der IT-Landschaft interessiert sind, die kommen von draußen. Das sind die Hacker. Oder manchmal sind es auch Mitarbeiter. Gibt es unterschiedliche Ansichten. Gibt da einige Stories, wo IT verschwindet, nachdem ausgeliehene Geräte wieder zurückgekommen sind von Mitarbeitern aus der Organisation und dann auf einmal RAM fehlt. Platten fehlen, Plattengrößen kleiner geworden sind, was auch immer. Das, worum es aber geht, und ich glaube, das ist die zweite wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Wer von Ihnen kennt seine IT? So viele sind es ja nie. Doofe Frage. Wer von Ihnen pflegt die in Excel-Listen? Und genau darum geht es aber. Wir brauchen quasi in der Mitte ein Bild von dem, was wir haben. Wir gehen nicht nur hin, machen, ich sag mal, im schlimmsten Fall Turnschuh-Administration oder Administration mit OPSI, die schon automatisiert ist, sondern wir wollen ja ein Gesamtbild von der IT, von den Werkzeugen, die wir zur Verfügung haben, von der Struktur, die wir haben. Und an dem sind alle interessiert. Sind Sie als Administratoren, als Client- und Servermanagement Operator interessiert, das sind die IT-Sicherheitsleute, die Datenschutzleute interessiert und natürlich, und deswegen müssen wir das besonders auch schützen, sind natürlich auch die interessiert, die wissen wollen, okay, wo habe ich gegebenenfalls auch Einfallslücken. Und genau darum müssen wir uns kümmern, um diese zentrale Beschreibung, dieses zentrale Inventarverzeichnis. Das besteht nicht nur aus Hardware und Software, das besteht auch aus Organisationsbeziehungen, das besteht gegebenenfalls auch aus Rollen, Personen, die mitwirken, die verantwortlich sind für bestimmtes Equipment. Das kann aber auch aus kaufmännischen Informationen bestehen. Und darum müssen wir uns mal kümmern. Und deswegen gibt es solche Systeme, die ein zentrales IT-Management in Kombination mit vielen tangierenden Systemen
zusammenstellen. Kix ist eins davon, Open Source basiert, deswegen arbeiten wir schon Ewigkeiten mit der UIW zusammen. Und Kix kümmert sich als Open Source System an zentraler Stelle einerseits um das ganze Thema Arbeitsabläufe in der IT, andererseits aber auch um das ganze Thema Asset-Verwaltung in der IT. Also ich habe ein zentrales Inventarverzeichnis in so einem zentralen IT-Management oder IT-Service-System. Manche nennen es Ticketsystem, manche nennen es Issue-Tracker. Das sind aber, ich sag mal, Teile, die reinspielen. Wichtig ist, man zentralisiert an einer Stelle den Blick auf die gesamte IT-Landschaft. Sowohl technisch, als auch kaufmännisch, als auch organisatorisch. Und deswegen habe ich da drin halt auch Informationen zu Serviceaufträgen, zu Service-Levels. Also wie schnell muss ich mich bei bestimmten Equipment, wenn es gestört ist, melden? Wie schnell muss ich es wieder herstellen? Das kann ich mir auf dem Zettel mitführen. Das sehe ich aber nicht, wenn ich nur ins OPSI gucke. Da habe ich die rein technischen Informationen. Da weiß ich aber nicht, außer ich habe mir das eingeprägt, bei den Clients, in dem Bereich muss ich innerhalb von einer halben Stunde wieder hergestellt haben. Das sagt mir aber so ein Service-System. Und gleichzeitig sammeln wir uns noch das Wissen, was aus den ganzen Störungen, den Änderungen, die in der IT passieren, entsprechend aufgelaufen ist. Die Service-Systeme haben natürlich immer bestimmte Aufgaben. Das Security-Management ist eins, Arbeitskostenabrechnung ist das andere, wenn man intern Arbeits- und Kostenabrechnung macht. Reporting ist ein anderes, aber das, was ganz wichtig ist, ist das Thema Inventarisierung. Das heißt, ich muss wissen, und möglichst ohne manuell Excel-Listen zu pflegen, was habe ich in der Landschaft, und dafür, darum muss ich mich kümmern. Das ganze Thema Inventarisierung macht am Anfang Spaß, wenn die Organisation klein ist, sobald die Organisation wächst, solange man mit 50, 100, vielleicht 300 Clients arbeitet, das ist alles noch schick. Da ist der Aufwand noch überschaubar. Wenn man dann aber über 5000 Clients redet, skaliert es nicht mehr, wenn man es händisch macht. Und deswegen braucht man Automatismen. Und deswegen gibt es genau diese Integration von OPSI und Kix, weil man natürlich nicht will, dass man viele Werkstudenten braucht, um immer schön die IT-Änderungen nachzupflegen. Das macht ja keiner. Ich will das automatisieren. IT und Sie als Administratoren sind ja, ich sag mal, prädestiniert dafür, Zeug zu automatisieren, weil manuelles Arbeiten keinen Spaß macht. Ganz logisch, mache ich genauso. Haben wir heute früh auch bei dem Thema Automatisierung der Tests im OPSI gesehen. Wir automatisieren, weil manuelles Datenübertragen auch fehlerbehaftet ist. Und deswegen gibt es eine Konstellation. Kix ist das zentrale Service-Management-System. Das hat eine eingebaute Asset-Datenbank. Und OPSI ist das Client-Management-System, was überall läuft, was die Informationen von den Clients hat. Hardware-Software-Audit kennt jeder, glaube ich, von ihren OPSI-Installationen. Und genau die Informationen machen wir uns zunutze, holen die automatisch in die Asset-Datenbank vom Kix. Und wir haben sofort einen Blick, wenn Störungen auftreten, wenn IT-Anfragen auftreten, wenn Änderungsbedarfe sind, dass ich weiß, worauf basiert das, wie hängt das zusammen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und was habe ich vielleicht noch für Abhängigkeiten? Ich sage es mal so, sind da irgendwelche VIP-User betroffen, wenn ich das Gerät mal vom Netz nehme? Und das ist immer ganz schlimm, gerade wenn man dann auf C-Level-Ebene Änderungen durchführt, ist Management ist immer ein bisschen kritisch, wenn es um Systemausfälle geht, gerade von der eigenen Arbeitsplatztechnik. Ich sehe einige nicken, da gibt es persönliche Erfahrungen. Und deswegen machen wir uns das zunutze, packen das in so eine integrierte Systemarchitektur und holen uns auch noch passend dazu natürlich Mitarbeiterinformationen, also wer hat welche Kontaktdaten, wo ist der aufgehängt in der Organisation, wo sitzt der vielleicht auch, in welchem Gebäude, welcher Etage. Und hier an der Stelle kann ich auch noch mehr integrieren. Können wir da noch
darauf zurückkommen. Da habe ich auch die Möglichkeiten, dann noch zu sagen, okay, ich integriere mir noch ein Monitoring. Wenn Störungen automatisch gemeldet werden, ist das natürlich super. Die werden automatisch mit den Assets abgeglichen und dann weiß ich genau, okay, aus dem Nagios oder aus dem CheckMK passiert genau das. Ich kriege ein Ticket und ich habe den direkten Blick an einer zentralen Stelle und kann Arbeitsaufträge verteilen, um dort die entsprechende Unterstützung zu organisieren und die Endstörung zu organisieren. Das geht noch weiter. Ich kann bis dahin gehen, dass auch solche Security-Scanner wie Greenbone beispielsweise angebunden werden, die mir CVE-Vergleiche machen auf Security-Lücken in Softwareprodukten. Und auch das kriege ich dann natürlich wieder verbunden. Wichtig ist, der zentrale Blick, ich brauche meine Asset-Daten an irgendeiner Stelle zentral, um die mit den ganzen Arbeitsabläufen zu verknüpfen. Soweit zur Theorie. Ich mache nämlich hier den Theorieteil, Carsten Fers von der Uni Flensburg macht den Praxisteil. Und deswegen gibt es das Asset Discovery. Ich hole mir also aus dem OPSI über die JSON-Schnittstelle die Informationen zur Hardware-Software, also welche Hardware habe ich, was ist an Software drauf installiert, welche Versionen etc. pp. Und die wird in der Beschreibung der Asset-Datenbank über solche Content-Pfade integriert. Das kann man konfigurieren. Man kann halt tatsächlich direkt einzelne Elemente aus den vielen Detailinformationen rausgreifen und sagen, genau die brauche ich in meiner Asset-Informationsstruktur, weil ich genau die sehen will. Ich muss nicht das quasi dritte Bit auf der Grafikkarte sehen, was da irgendwie gesetzt ist, sondern ich muss wissen, da ist eine Grafikkarte, die ist von dem und dem Hersteller. Alles andere kann man dann in der zweiten oder dritten Arbeitsebene klären. Da kann man dann tatsächlich ins OPSI gehen und in die Detailinformationen. Aber wichtig ist, ich kriege erstmal die übergreifenden Informationen sowohl zur Hardware als auch zur Software. Und das mache ich, indem ich diese Konfiguration der sogenannten Asset-Klassen so passend einstelle, dass ich genau das rüberkriege, was ich mache. Das ist, haben wir ja heute schon ein paar Mal gesehen, immer so eine technische Beschreibungssprache. Das sollte für Sie, also so habe ich das jetzt auch aus unseren Kundenprojekten immer mitgenommen, nicht das Problem sein, das ist aus unserer Sicht leicht verständlich. Und was ich aber machen kann, ich kann diese Integration noch anreichern, indem ich weitere Integrationsmöglichkeiten habe. Ich kann also auf weitere Webservice-Schnittstellen zugreifen, kann aber auch auf Datenbankquellen zugreifen und kann damit an einem Asset Informationen kombinieren, sowohl technisch als auch beispielsweise kaufmännisch, indem ich aus der Anlagenbuchhaltung noch Garantiedaten, beispielsweise Einkaufspreise oder sowas mit reinhole, dass ich auch weiß, okay, wenn ich da eine Störung habe, ich muss ein Gerät austauschen, da habe ich ein Preislevel, das ist vielleicht genehmigungspflichtig. Und diese Informationen kombiniere ich in der Asset-Datenbank. Was kommt da raus? Da kommt so ein Graph raus. Das heißt, ich weiß, was ist in meiner IT-Landschaft miteinander verknüpft, was wirkt sich wie aus, wo ist welche Software installiert, beziehungsweise wo ist es vielleicht, wenn man mehrere Standorte hat, auch regional und geografisch verortet. Und ich bilde damit nicht nur die technischen und kaufmännisch-organisatorischen Parameter ab, sondern ich bilde den kompletten Lebenszyklus ab. Das heißt, ich kann vom Beschaffen bis zum Ausrollen über Änderungen bis zum Verschrotten alles in einer zentralen Inventardatenbank führen. Und das, was technisch erhebbar ist, erhebe ich automatisch und damit kriege ich einen Lebenszyklus schon mal an den Stellen, wo es relevant ist. Und insbesondere das, was Änderungen anbelangt, nämlich ungewollte Softwareinstallationen auf Clients beispielsweise, das zeigt mir das Tool dann an, das zeigt mir Kicks an, da geht ein Ticket auf, wenn man das will. Carsten Fers hat es nicht aktiviert. Wenn man das will, geht da ein Ticket auf und sagt, hier ist eine Änderung, eine Differenz von Soll und Ist. Also mein Soll ist, Softwareversion, keine Ahnung, was haben wir aktuell, Firefox 100 auf den Clients und installiert ist aber irgendeine 101. Beta, keine Ahnung was, Experimental. Darf ich da mal kurz
kurz eine Frage zu stellen? Natürlich. Ist das jetzt speziell nur auf die Software-Version dann abgezielt oder regelt ihr dann auch über Software-Profile je PC? Also so eine Art Soll-Konzept auf PC oder Stellenebene? Also die falsche Version, Mozilla, okay, die würde ich generell erstmal, aber so nach dem Motto, der darf überhaupt Mozilla haben. Also ein Soll-Profil, sind die da auch hinterlegt? Man kann ein Soll-Profil hinterlegen, aber ist na klar immer die Abweichung, die nachher interessant ist. Also wir haben Profile hinterlegt, aber wir nutzen es eigentlich sehr wenig, sage ich mal. Ne? Also es gibt Soll-Profile, die heißen Configuration Baselines. Und mit diesen Configuration Baselines kann ich quasi meinen Ist-Stand vergleichen. Da kriege ich Differenzbetrachtungen. Und da weiß ich halt, ist da was Unerlaubtes drauf oder ist es nicht drauf. Und von der Seite her habe ich immer den Blick. Ne? Das ist jetzt hier ein Screenshot aus unserer Demo-Umgebung. Das, was aber interessant ist, aufgrund der Informationen, die ich in der Asset-Datenbank habe, kann ich natürlich auch so regelmäßige Arbeiten planen. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe entsprechende USVs oder ich habe entsprechende Service-PCs, die immer an sein müssen, die vielleicht an der Produktionslinie dranhängen und die müssen regelmäßig gesichert, gewartet, keine Ahnung was, manchmal auch gestreichelt werden, weil es noch ein Windows XP ist und man das an der Produktionssteuerung nicht wegkriegt, dann gibt es Wartungspläne und die wieder greifen auf diese Asset-Datenbank zu. Und dann entsteht halt automatisch, wenn ich sage, einmal im Monat muss so ein Service-PC gewartet werden, gecheckt werden, entsteht automatisch so ein Service-Auftrag und der geht dann an die passende Arbeitsgruppe und auch wieder im Kontext der Asset-Datenbank passiert dann dieses Nachhalten der Arbeitsschritte und ich dokumentiere die entsprechenden Änderungen. Und am Schluss kann man dann zu den einzelnen Assets Gerätelogbücher ausdrucken, wenn man das will, wenn man in einem sicherheitskritischen Umfeld beispielsweise ist, im Krankenhausumfeld, in einer größeren Behörde, die unter Kritis fällt oder so. Und der Auditor kommt, Knopfdruck, Gerätelogbuch, alles ist schick, der kann seine 2000 Seiten PDF lesen und sieht alles, was an den Geräten passiert ist. So, das zur Theorie. Und jetzt übergebe ich mal das Wort an Carsten. Ja, ich schalte mich mal in unser System praktisch. Also ich bin gleich live auf einem meiner Rechner, die ich da zur Konfiguration und zur Bearbeitung nutze. Oh, was war das jetzt? Ich hoffe, das kann man gleich lesen, wenn dann das Bild sich aufbaut. Geht das hinten? Kann man es einigermaßen erkennen? Geht das so? Ja. Also hier bin ich im Kick-System, bin quasi in unserem Ticket-System, wo eben auch unsere CMDB vorhanden ist, also unsere Inventarisierungsdatenbank. Wir nutzen das System eigentlich so, dass wir hauptsächlich die Rechner erst inventarisieren, bevor sie jetzt praktisch im OPSI bearbeitet werden. Es kommen dann klar auch Fälle vor, dass eben erst mit OPSI ein Rechner aufgesetzt wird, dementsprechend denn schon praktisch das Gerät im OPSI vorhanden ist, die Hardware und so weiter mit Hardware- und Software-Audit ermittelt ist und wir dann erst praktisch das Gerät in das Ticketsystem oder in unsere CMDB einpflegen. Das kann man hier recht einfach machen. Wir haben hier ein Inventory Sync oder Inventory Import. Da kriege ich alle Geräte zu fassen, die eben schon aufgesetzt sind durchs OPSI, wo eben schon ein Hardware Audit und ein Software Audit durchgelaufen ist. Dementsprechend, also wenn ich das jetzt mache, einfach so, dann kriegen wir recht viele Rechner. Ich filter mal so ein bisschen. Da sollten jetzt noch ein paar auftauchen. Hier sieht man zum Beispiel zwei Geräte, die wir jetzt da einfach hierfür aufgesetzt haben. Man kann die auch in die entsprechenden CI-Klassen gleich einsortieren. Wenn es zum Beispiel ein Server wäre, könnte man das quasi gleich in Server importieren. Mache ich jetzt mal lieber nicht. Wenn ich jetzt einen Import starte, sollte das eigentlich beide Geräte auf einmal importieren. Hat das auch geklappt? Sieht man da beide grüne Häkchen vorhanden?
Ich gucke mir jetzt mal einen so einen Status an von so einem Gerät. Man sieht, das ist mit einem VirtualBox vorhanden, das Gerät. Welche MAC-Adresse, welche IP-Adresse. Wir können auch im Nachhinein, na klar, noch Veränderungen vornehmen, wenn zum Beispiel die Domäne oder der Raum und die Kategorien, die eben nicht durch OPSI oder Hardware-Audit ermittelt werden können oder Software-Audit, na klar, Inventarnummern und so weiter fallen darunter, die werden dann eben von Hand nachgepflegt. Hier sind jetzt auch die Operating-Systeme, also praktisch das Betriebssystem und so weiter, nicht mit drin. Das haben wir momentan nicht am Start, sage ich mal, dass wir die Software-Audit mit reinkriegen. Werden wir auch nochmal wieder aktivieren. Wir haben immer noch so leichte Probleme damit. Im Normalfall, wie man hier auch sehen kann, es sind zum Beispiel auch Preise und Abrechnungen vorhanden und so weiter. Also praktisch alles das, was eben der Einkauf macht, wird hier eben auch eingepflegt. Garantiezeiten und so weiter landet auch hier mit drin. Also das ist eigentlich alles bei uns im Ticketsystem oder in der CMDB vorhanden zu jedem Gerät. Im Normalfall, muss man ja immer sagen, je nachdem, wer es pflegt, ist wie immer. Dementsprechend läuft es eigentlich recht gut. Wir können darüber eben auch die Garantiezeiten und Garantieabläufe recht gut abmitteln. Hierzu sind jetzt, in diesem Fall jetzt hier ja, habe ich jetzt ein Gerät, ja, das eben einfach importiert wurde. Hier sind jetzt ja eben noch keine Verknüpfungen, keine Sachen dazu da. Ich gehe mal auf ein Gerät, was eben da ein bisschen mehr Daten hat. Das wird da mal ein bisschen sehen. Hier kann man auch sehen, ich habe da schon mal ein paar Hardware-Inventory-Syncs ausgeführt und man kann eben auch sehen, wie viele verschiedene Versionen an Ständen, wir quasi Hardware-Versionsständen wir schon mal hatten. Wenn da Abweichungen sind, wird man es darüber mitkriegen quasi. Ich kann hier noch mal reingehen, hier das zum Bearbeiten, dann kann man vielleicht mehr sehen. Hier ist zum Beispiel die Hardware aufgeführt, was eben einfach da gefunden wurde per Hardware-Audit. Man kann eben auch hier die verschiedenen Versionen, wenn man häufig oder automatisiert ein Hardware-Audit macht, könnte man hier eben auch Vergleiche machen quasi zwischen verschiedenen Ständen, die man hat, die dann auch farblich dann eben auch die Unterschiede darstellen, damit man eben auch mitkriegt, wo Änderungen sind, wo vielleicht eine Festplatte ausgebaut wurde, was wir auch schon hatten, dass dann einfach mal ein Gerät ohne Festplatte nach Hause kommt. Ganz merkwürdige Fälle eben einfach, die eigentlich normal nicht so im Regelablauf drin sind. Man sieht so die verknüpften Tickets, die hier schon drin sind, sage ich mal, wann es bestellt wurde, wer es bestellt hat und so weiter. Die sind hier alle normal mit verhaftet. Die Verknüpfung findet man immer dabei. Die sind jetzt alle schon geschlossen, na klar, weil eben es auch schon erledigt ist. Hier ist eben noch der Raum mit verknüpft und so weiter und das Department eben, damit man auch weiß, welchem Department das zugeordnet ist. Normal nutzen wir eigentlich hauptsächlich den Inventory Sync. Der Import ist eigentlich äußerst selten, weil wir machen eigentlich erst eine Inventarisierung und dann wird eigentlich das Gerät eigentlich schon grundangelegt hier im KIX. Und dann kommt es erst quasi ins OPSI, wird im OPSI neu aufgesetzt und wird dann per Hardware Sync oder per Inventory Sync wird dann praktisch die Inventarisierung und der Hardware und so weiter ausgeführt. Erst dann kommt praktisch die Hardware hierzu rein. So ist eigentlich bei uns der normale Ablauf, weil wir haben ungefähr so 2500 Geräte am Start. Wenn wir das anders machen würden, würde viel Geräte ohne Inventarisierungsnummer laufen und dementsprechend würde man nicht mehr nachvollziehen können, wo die hingehen, wo sie bleiben, ob sie zurückkommen, wie immer eigentlich. Kann ich hier noch einmal machen.
Man kann das eben auch automatisiert machen. Auswählen. Bei uns ist eigentlich auf dem Plan, dass wir einmal im Monat eigentlich einen Hardware-Audit machen und Software-Audit eigentlich wöchentlich. Wurde aber noch von unserer Kanzlerin abgelehnt, das müssten wir uns dann noch ein bisschen zurückhalten. Wurde abgelehnt? Ja, durften wir nicht. Sicherheitsbedenken und so weiter. Also wir machen das eigentlich hauptsächlich so, dass wir dadurch eben praktisch die Hardware ermitteln und bei uns nicht in die Inventarisierung reinkommt. Ist so die Frage, häufige Änderungen im Hardware-Bereich sind eigentlich nicht vorhanden. Das kommt eigentlich hauptsächlich nur, wenn Festplatten eingebaut wird, ausgetauscht wird, das aber ja doch recht wenig ist eigentlich. Dementsprechend ist unsere CMDB eigentlich da in dem Bereich eigentlich recht gut aufgestellt. Wir sind eigentlich gut davor und wir haben es dadurch auch recht einfach. Soll ich noch irgendwas zeigen? Oh, ich denke, Fragen. Fragen oder irgendwelche Sachen, die man wissen will? Genau, gibt es schon Fragen dazu? Das ist ja jetzt ein KIX 17 noch. Ja. Funktioniert das im KIX 18 auch? Weil da ist ja einiges anders geworden. Sehr gute Frage. Wir sind aktuell in der Integration mit der 18 noch nicht so weit. Da hat leider ein anderes Tool gewonnen. Das steht aber auf der Roadmap, dass wir dieses Jahr die OPSI-Integration für die 18 mit fertig machen, dass wir da auch die entsprechenden Funktionalitäten in der 18er Produktgeneration mit drin haben. Okay, also ist geplant. Ja, auf jeden Fall. Also das steht außer Frage. Es wird das vielleicht zur Info, in der 18er Generation generischere Connect-Module geben. Also wir führen das, was in der 17er Produktgeneration als die Inventory-Sync-Integrationsmodule bekannt ist, für DB, für OPSI, für VMware, führen wir in der 18er Generation in die generischen Connect-Module zusammen. Das heißt, da gibt es ein Connect-OPSI dann, parallel zu einem allgemeinen Connect-Webservice beispielsweise, wo man noch viel mehr machen kann. OPSI ist dann genau das spezifische, native Connect-Modul für die OPSI-Landschaft. Und das soll aber auch in der 18er Version zur Verfügung stehen, auf jeden Fall. Ja. Also wenn ich die Inventarisierung jetzt gesehen habe, geht es um reine Computer. Gibt es da die Möglichkeit, wirklich auch Arbeitsplätze zu hinterlegen? Also der Standard bei uns ist, dass ganz gerne zum Beispiel mal Monitore wandern oder so. Also kann man das da auch hinterlegen? Ja klar, also wir haben hier, wie man sieht, sogar Bücher mit drin und Räume, Gebäude, Anzeigen, da sind eben auch Beamer, da sind Monitore, da sind hier große TFTs mit drin mit 65 Zoll und so weiter. Alles, was wir haben hier eigentlich fast alles drin. Also wir haben jetzt auch Sportgeräte noch dazu, weil das Sportinstitut noch dazu gekommen ist. Da ist alles möglich, sage ich mal. Also da vielleicht ergänzend, man kann einerseits über diese sogenannten Asset-Klassen entsprechend die Kategorisierung vornehmen, wenn ich weiß, ich habe halt an der Stelle eine Unterscheidung über bestimmte Gerätegruppen oder Gerätetypen, lege ich halt eine neue Asset-Klasse an und konfiguriere die so, dass genau in der Asset-Klasse die Attribute drin sind, die ich da auch brauche. Ne? Also das, was immer drin ist in so einem einzelnen Asset oder in der alten Sprechweise Configuration Item oder CI, ist halt eine Nummer, eine CI-Nummer oder eine Asset-Nummer, ein Verwendungsstatus, also ist es in produktiver Nutzung, ist es gerade im Test, ist es in Planung, ist es in der Beschaffung oder ist es verschrottet und ein sogenannter operativer oder Vorfallsstatus, also ist es tatsächlich in Betrieb und funktioniert oder ist es gerade gestört. Und über diesen Vorfallsstatus kann ich dann auch ein entsprechendes, ich sag mal, Vererben
von Störungen machen, indem ich dann in dem Graph, den wir, habt ihr den Graph aktiviert eigentlich? Ja. Ja. Dass man in dem Graph dann sieht, wenn ein Gerät gestört ist, ist das mit einem roten Marker versehen. Wenn es indirekt gestört ist, ist es mit einem gelben Marker versehen. Und damit weiß ich, okay, wenn das ausfällt, dann habe ich noch 23 verschiedene andere betroffene Geräte, die direkt oder indirekt betroffen sind. Und die grün sind, die also diesen grünen Marker dran haben, die sind ganz normal operativ, da läuft alles gut. Da ist nicht viel verknüpft. Da ist, an den Beispielen ist wahrscheinlich nicht viel verknüpft. Das, was wir vorhin in der Folie gesehen haben, dieser Graph, der lebt von den Verknüpfungen und wenn ich das will, kann ich diese Verknüpfungen auch von externen Systemen mit importieren, wenn ich das nicht manuell pflegen will. Kommt immer drauf an, wie man das macht. Und das, was Carsten Fers schon gesagt hat. Ich habe da nochmal eine Frage zu, ja. Wo du gerade sagtest, hier vorne. wenn man das nicht manuell pflegen will, also ich habe es ja gesehen, ihr habt die einzelnen Assets teilweise den einzelnen Standorten und Räumen zugeordnet. Pflegt ihr das dann manuell oder habt ihr das automatisiert in der Weise, dass vielleicht sogar auf Raumebene IP-Segmente abgezielt sind? IP-Segmente nun nicht, aber wir haben, also automatisiert ist da nicht leider viel, weil das ist eine Absprache mit verschiedensten Instituten bei uns leider. Dementsprechend kriegen wir es nicht so durch, dass wir das so automatisiert hinkriegen. Wie groß schätzt du den manuellen Aufwand für die ganze, also zumindest für die aktuelle Haltung? Das wäre eigentlich ein richtiger Mannjob, sage ich mal. Eigentlich ist es so. Ein Mann, ja. Ja. Okay. Also man kann, wenn man, kannst du mal hochscrollen? Prüfen wir zu. In den ich bin jetzt auf dem Raum. Genau, ja, richtig. Perfekt. Man hat hier beispielsweise in diesen Raumstrukturen so Referenzfelder drin. Wenn ich die Information über diese räumliche Anordnung aus irgendeinem anderen System bekomme, kann ich genau über diese Referenzfelder gehen. Da wird dann, wenn aus dem Import die entsprechende Information kommt, über den Importautomatismus im Hintergrund, dann sofort geguckt, was passt dazu an anderem Objekt und die beiden Objekte werden sofort verlinkt. Das heißt, wenn man die Informationen, die Verknüpfungsinformationen quasi oder die Abhängigkeiten irgendwo schon vorliegen hat, kann ich die auch automatisieren oder teilautomatisieren. Wenn man sie natürlich nirgendwo vorliegen hat, muss man erstmal den Weg gehen, dass man diese manuelle Initialpflege entsprechend macht. Da kommt man dann nicht drum rum. Also das ist sowieso ein Thema im Bereich Assetverwaltung. Ich habe die Herausforderung am Anfang, wenn ich verschiedene Datenquellen in so eine Asset-Datenbank zusammenführe, ich muss mir erstmal Gedanken darüber machen, dass ich die Daten so homogenisiere, dass ich eindeutige Beziehungen habe. Ja, also Doppeltreffer oder gar keine Treffer sind halt immer schlecht für Importer und automatisches Anlegen von solchen Verknüpfungsbäumen. Und deswegen muss man da vorher manchmal einen Schritt zurück machen, muss mal gucken, welche Datenquellen hat man. Und ich habe da nochmal einen Ansatz dazu, vielleicht, also wir haben uns damals auch genau die Gedanken gemacht und wir ordnen die ganzen Geschichten immer dem jeweiligen Monitor unter. Also wir haben ja festgestellt, wir haben unheimlich viele Laptops auch im Einsatz. Das heißt also, wir ordnen die Monitore einem festen Arbeitsplatz, also jeder Arbeitsplatz hat eine Nummer. Mhm. Und bei der Erstinventarisierung der aufgestellten Monitore stellen wir die Monitore direkt hin und den Rest dessen lesen wir dann komplett dynamisch aus, sodass ich also zu jedem Zeitpunkt eigentlich wissen kann, welches Notebook steht an welchem Arbeitsplatz. Und wir ordnen dementsprechend alles automatisiert unter. Also unser Aufwand ist da eher geringer. Deswegen frage ich nochmal nach, wie ihr das macht. Also wir haben es eigentlich den Personen zugeordnet. Ja, und auch dem Institut. Also das sind eigentlich so unsere Hauptsachen, dass wir es den Personen zuordnen und dem Institut. Raum ist eigentlich zwar auch ein Pflichtfeld bei uns, aber das wechselt zu häufig. Da müssen wir aber nachfragen, wo wir den Raum herkriegen zu dem Gerät. Ja gut, ja. Ja. Vielleicht ein Ansatz für euch. Ja. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Soweit so gut, dann danke ich vielmals so für den sehr interessanten Vortrag. Ja. Danke.